Hallo und willkommen bei RimWorld. Nachdem wir in der letzten Folge den Angriff der Killer-Nudisten überlebt haben, hier steht's, können wir uns in dieser Folge um den weiteren Ausbau unserer Basis kümmern. Wir brauchen zumindest mal einen neuen Schlafraum, relativ bald, sobald wir die Jen hier angeworben haben. Die ist natürlich auch nackt und glücklich. Hier steht sogar, ich bin nackt und liebe es. Ich fühle mich so frei, uneingeschränkt und eins mit meiner Umgebung. Juhu, und hier oben ist irgendwas gestanden und ich habe es übersehen. Behandlung benötigt. Die folgenden Kolonisten benötigen medizinische Behandlung. Ohne diese können sie an ihren Verletzungen sterben oder sie bekommen einen bleibenden Schaden. Um Gottes Willen! Nein! Dann brauchen wir Krankenbetten oder besser gesagt Krankenschlafsäcke. So, da ist jetzt also ein Krankenbett. Schlafplatz für Gefangene. Ach so, das geht natürlich nicht im gleichen Raum. Ist schon klar. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir löschen die beiden Dinger wieder. Abreißen. Blip, blup. Und wir bauen hier... Was hat es geheißen? Der Wilkerson und der Dunsmore. Die brauchen medizinische Behandlung. Dann machen wir das beim Wilkerson mal zu einem Krankenbett. Es gibt ja keine Hitpoints mehr. Das ist der Punkt. Blutverlust. Mist. Wer kann überhaupt gut heilen, verarzten? Der Edward kann das gut. Das ist gut, weil der Edward, der ist ja nicht verletzt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wilkerson Dunsmore. Na, super. Gut, dann machen wir das, bevor die irgendwie da am Blutverlust sterben oder ähnlichen unpraktischen Dingen. Machen wir hier einfach mal ein bisschen Behandlung. Edward geht aber erstmal schlafen. Ja, der Patient kann bis morgen warten. Der Blutverlust ist nicht lebensbedrohlich. Wohl zu viel Scraps geguckt. Neu verbinden ein aus. Beende erzwungenen Angriff. Zwingeangriff? Ach so, das ist ja auch neu. Man kann das jetzt einstellen. Okay, und die Jen wird ja, glaube ich, auch geheilt. Bekommt Medizin. Machen wir das mal. Wir haben ja immerhin 18 Medipacks. Das ist doch nicht wenig. Das muss doch irgendwie klappen. So, ich mach mal Turbo rein. Betten benötigt. Echt? Naja, gut, aber die sind ja in Krankenbetten. Das geht doch auch, oder? So, Eddie, du gehst jetzt mal... Was macht der Eddie jetzt? Eddie, du sollst die verarzten. Behandle Dunsmore Settler. Das musst du priorisieren. Um Gottes Willen. Jen frühstückt jetzt auch mal schön hier. So, genau. Nimm dir ein Medipack mit. Ein Arztkoffer. Den Rest sammeln wir dann auch noch ein. Ja, was genau wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ja klar, ich wollte hier weitere Kammern anbauen. Das ist unter Strukturen. Metallwand ist in dem Fall falsch. Wir brauchen eine Holzwand. Wir brauchen hier, 1, 2, 3. Wie viel haben wir da immer gemacht? 1, 2, 3, 4. Und ja, runter ist eh klar dann. So, dann sie ist geheilt, oder? Gucken wir mal kurz. Ja! Linker Schuss, Uzi verbunden. Linker Fuß, Uzi nicht verletzt. Priorisiere behandelt Wilkerson. Dann macht du das mal Edward. Dann können wir das wieder... als kein Krankenbett markieren. Das ist ja alles nur eine provisorische Lösung hier. Und dann, ja genau, hier Holzwand. Ja, genau, Holzwand. Haben wir hier das hier mal so. Hier machen wir es dann auch wieder so, dass es einigermaßen symmetrisch ist. So, dann brauchen wir eine Tür. Und zwar eine Holztür. Weil sonst passt das stilistisch überhaupt nicht zusammen. Wir brauchen Böden. Holzboden. So. Wir brauchen ein Lämpchen. Wo haben wir das? Ne? Verschiedenes? Künstliche Sonne? Nee. Sicherheit? Dekoration? Wo war das nochmal? Möbel? Möbel. Ja, genau. Und wir machen hier unser sozialistisches Einheitszimmer. Das sieht immer genau gleich aus. Das Bett ist dann aus Holz und steht hier oben im Eck. Und Blumentöpfe, ja, werden wir auch noch irgendwann hinbekommen. Wilkerson hat immer noch Blutverlust. Ist jetzt aber genäht, verbunden, geschient, geklebt. Operiert. Und, Edward, kannst du nicht auch die Jen irgendwie... Nee, das geht wohl nicht, oder was? Dass er die jetzt verbindet, hätte ich jetzt gedacht. Wilkerson muss wohl erst aufwachen.
Mach mal ein Turbo rein. Heilt auf jeden Fall. Dann ist mal erntet hier. Okay, Chen konnte nicht angeworben werden, weil Loyalität zu niedrig. Können wir da irgendwo sehen, wie viel sie da braucht? Die Stimmung ist ja schon mal bei 62%. Schwierigkeit, Anwerbung 61. Was diese Zahl so aussagt, habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Wo ist eigentlich jetzt der Dritte im Bunde? Der Dunsmore. Ah ja, hier unten, genau. Der macht ja das. Ja, haben wir eh gesagt. Der erntet hier die Erdbeeren. So, und der Edward macht jetzt was? Der geht jetzt hier hin und... Ach so, der holt sich die Beeren. Und stellt sich dann in den Sumpf und dann isst er die Beeren. Ja, welcher Ort wäre schöner, um ein paar Erdbeeren zu essen, als ein Sumpf? So hüfthoch steht man dann drin und isst dabei Erdbeeren. Njam, 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 lecker, lecker, lecker. Also, das macht man halt so. Das kennt ja jeder, das hat ja jeder schon mal gemacht, oder? So. Und dann bauen wir hier gleich eine weitere Wand aus Türen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eine Wand bauen, nicht eine Wand aus Türen. Mann, da muss ich immer extra noch mal Holz wählen. 2, 3, 4. 4, so. Und dann machen wir das hier wieder so. Dann die Holztür. Ups, Mann, ich habe doch auf die Holztür geklickt. Aber ich habe dann im Submenü nicht Holz ausgewählt. Ja, ich weiß. So, Böden. Holzboden. Ich hätte auch gerne mal einen Holzhammer. Möbel. Stehlampe. Ein Heizzimmer. Und ein Holzbett. Ja. So, dann haben wir zwei weitere Zimmer. Das sollte erstmal reichen. Hier ist dann halt nichts. Und hier müssen wir halt dann irgendwie weitere Zimmer anbauen oder so. Da kann man dann ja hier wieder so eine Schlafbaracke dranhängen einfach. Nach demselben Schema F. Kann man dann sogar hier gegenüber. Ich würde, ja, zuerst wenn man natürlich hier... Ja, ja, blöd. Andersrum. Zuerst müssen wir natürlich hier dann noch eine Schlafbaracke machen. Und dann erst hier weiter rüber. Es geht ja auch immer darum, kurze Wege zu haben. Man kennt das ja. Statt der kurzen Wege. Und ein Handelsschiff befindet sich in der Nähe. Es heißt Orange Lyrebird Industries und ist Nahrungsmittelhändler. Glaube ich nicht, dass wir die brauchen, aber wir fragen sie halt mal. Haben wir irgendwen, der sozial einigermaßen kompatibel ist hier? Den Wilkerson war das, glaube ich. Wo ist er denn? Wilkie! Wo ist denn der Wilkerson? Wilkerson? Wilkerson! Ach, der ist ein Miner. Der macht das, was er kann. Das ist lobenswert. Und das hier ist jetzt kein Krankenbett mehr. Ich glaube fast, wir brauchen so einen Krankenraum auch noch. Ja, und der Wilkerson ist da gleich fertig. Danach kann er ja eigentlich dann ja mal... Da kann er dann ja eigentlich mal mit diesen Handelsleuten reden. Kann das aber nicht vielleicht auch der Edward? Ja, der kann das auch. Hallo. Denn einer, das war dann der Dunsy, der kann ja nicht mit... der kann überhaupt nicht sozial. So, Pantopolis hat 877 Silber. Wow, so viel haben wir. Die haben 2667, okay. Wir können ihnen Kartoffeln verkaufen. Hey, es gibt Kommazahlen. Wow. Der Cent ist erfunden worden. It's the future. Die Zukunft ist da. 50,5 Medizin. Moment mal, was? Die, achso, die haben 19? Das kostet 65 Dollar. Ja, aber Dollar, sind Dollar nicht gleich Silber? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, eh. Wieso kann ich dann das nicht kaufen? Ach so, kann ich eh. Ach so, kann ich ja eh. Okay, na gut, dann kaufe ich mal 5 Medipacks. Und Holz haben die keins. Könnte ich ihn verkaufen? Kaufen sie aber nicht. Ah, okay. Ja, früher gab es da diese Tabs.
Da konnte man umschalten zwischen den unterschiedlichen Handelskategorien. Die Chen könnte man ihnen verkaufen, aber das ist, glaube ich, jetzt eher, das geht auch gar nicht, weil die würden die nicht nehmen. Okay, na gut, kaufen wir uns halt 5 Medipacks, einfach nur, damit wir es mal gemacht haben. Jo. Ach so, Edward, da fällt mir gerade was ein. Hey, nicht wieder Bären im Sumpf essen. Nimm doch mal die Uzi. So, genau, das Gewehr kann dann ja die Chen haben. Weil unser Edward ist doch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beim Schießen ziemlich, der hat schon 9. Der hat durch die paar Schüsse hier schon auf 9 abgegradet. Er hat ja, glaube ich, mit 8 begonnen. Und die Chen, okay, 6% Chance, das ist natürlich nicht so der Hit. Die Chen hat, Schießen 7, die hat 7. Lernt zwar auch schnell, aber hat nur 7. Die kriegt dann die Lee Enfield. Ich glaube fast, dass es besser ist, wenn der gute Schütze die Uzi hat. Weil der kann er öfter treffen. Das Scharfschützengewehr ist zwar auch super, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, Firepower ist dann doch letztlich wichtiger. Ach so, und jetzt ist heller Tag. Wie sieht es denn hier aus? Es wird aufgeladen, aber vielleicht nicht mehr, nicht so viel wie gedacht oder wie gehofft. Das heißt, wir werden mittelfristig natürlich dann hier diesen Generator platzieren wollen oder müssen. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht mehr allzu schnell ein nächster Angriff kommt, weil noch ein Angriff der Nudisten-Killer oder Killer-Nudisten können wir, glaube ich, nicht überleben. Ja, also wenn wir eines auf jeden Fall genug haben, dann Nahrung. Weil da haben wir hier jetzt echt Beeren auch und da haben wir hier das und da haben wir das und alles. So, dann sie. Tragt das aber bitte auch mal nach Hause. Nicht immer nur da so ernten und dann liegen lassen. Das macht man nicht. Ja, und der Edward kann sich doch eigentlich mal diese schusssichere Weste anziehen. Weil wenn der dann mit der Uzi auch schon unterwegs ist, finde ich jetzt, dann braucht er auch einen gewissen Schutz. Was hat denn der sonst noch so an? Gut, die Lederhose muss man ja nicht unbedingt anziehen. Das Stoff-T-Shirt vielleicht auch nicht. Syngarn-Hose, Syngarn-T-Shirt. Das ist noch nicht wirklich erklärt hier, was das jetzt wirklich für Vorteile bringt, dass der jetzt eine gepanzerte Weste anhat. Material fehlt. Ja, gut, Holz. Das sind aber hier eh wieder Bäume markiert zum Abholzen. Das werden wir vielleicht auch mal wieder priorisieren müssen mittelfristig. Sobald die Forschung fertig ist, und das ist eh gleich der Fall. Ach, das sieht putzig aus, wie ein Rucksack. Dabei ist es eine schusssichere Weste. Forschung abgeschlossen. Steinhauerei. Build stone cutting tables, which allow you to refine rock chunks into stone blocks that can be used for construction. Was könnte man als nächstes machen? Grundlagen Raumschiffe, farbige Beleuchtung. Hey, ich finde, farbige Beleuchtung muss unbedingt sein. Das ist das Wichtigste, wenn man auf einem fremden Planeten gelandet ist. Mörser, das ist vielleicht nicht schlecht. Selbstschussanlagen schießen anstatt mit 3, mit 4 Schüssen pro Salve. Krankenbetten. Erlaubt Kolonisten, Krankenbetten herzustellen. Wer hätte die Chance auf erfolgreiche? Feuerbestattung, Mechanik. Elektrischer Schmelzofen. Ich weiß nicht so recht, aber ich würde jetzt die Hydrokulturbecken mal nehmen. Oder erstmal das automatische Gewehr und dann die Hydrokulturbecken. Denn das ist schon ganz gut, wenn man die Felder außen nicht mehr braucht. Weil man ja, je weniger Platz man braucht, desto besser. Ein Handelsschiff befindet sich in der Nähe. Es heißt Grey Gorilla Traders und ist Waffenhändler. Tja, Eddie, ich würde mal sagen, erstens, du forschst jetzt nicht mehr ganz so begeistert. 2 reicht und Pflanzenschneiden gehen wir wieder auf 1, damit wir einen neuen Holznachschub bekommen. Zweitens, du redest jetzt mit den Grey Gorilla Travelers. Vielleicht können wir denen ja eine coole Waffe abgreifen oder abkaufen. Die haben 624 Silber, Medizin. Wäre hier viel billiger gewesen. Puh, die haben uns über den Tisch gezogen. Die Orange Grey Assholes. Okay, hier für 23,25. Jetzt möchte ich auch mal was gucken. Wenn ich jetzt die Orange Lyrebirds... Ha, Mist. Ich dachte, ich könnte vielleicht Medizin kaufen bei den Waffenhändlern und dann denen andrehen. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Rot hier bedeutet. Es ist sehr teuer. So, dann reden wir nochmal mit den Gorilla Traders. Was hat man noch hier? R4 Energiegewehr. Hört sich nicht schlecht an. Ein Messer.
Patronen. Das sind die, die von Kanonen oder Mörsern verschossen werden. Kartoffeln. Warum hat ein Handelsschiff... Ach so, das kann man ihnen verkaufen. So. Gen könnte man ihnen auch nicht verkaufen. Ein KI-Kern, was macht das? Was macht ein KI-Kern, bitte? Also ich meine, ja, das, was hier steht, aber wozu ist das gut? Würde ich gerne wissen. Eine Niere. Hallo, können wir bitte Ihre Leber haben? Also ich brauche eigentlich jetzt keine Niere. L15 LMG, ein leichtes Maschinengewehr. Das hört sich für mich jetzt eigentlich ganz geschickt an, hier ein leichtes Maschinengewehr zu kaufen. Vielleicht sogar zwei. Aber die haben nur eins. Okay. Eine EMP-Granate weiß nicht so recht. Das Energiegewehr. Beides zusammen können wir uns sicher nicht leisten. Schrotflinte lasse ich jetzt mal. Ich nehme das jetzt mal an. Und wlupp, es landet auch schon. So, dann würde ich sagen, wer kann noch einigermaßen gut beim Schießen was lernen? Richard Wilkerson, der ist der schlechteste Schütze. Dann sie ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hey. Körper, Charakter. Schießen gehört eindeutig zum Charakter. Genau, habe ich mir auch immer gedacht. Der isst jetzt rohe Kartoffeln im Sumpf. Was haben die alle nur mit dem Sumpf? Wie kommen die drauf, rohe Kartoffeln im Sumpf zu essen, wenn es hier leckeres Essen gibt? Dann womöglich noch beschweren. Habe rohe Nahrung gegessen. Ja, bin dabei im Sumpf gestanden. Selber schuld, sag ich da. Tja, dann sie. Du holst jetzt mal diese LMG 15. Wobei, ist die besser als die? Das ist jetzt die Frage. Ist die besser als die Uzi? Weil dann würde der Edward sie eigentlich verdienen. Eigentlich ist ein Maschinengewehr doch besser als eine Uzi, oder? Meine Uzi ist doch nur eine Maschinenpistole. Hm. Lass Uzi fallen. Und du? Lass LMG 15 fallen. Und jetzt nimmst du die Uzi? Ja, ja, ist verboten, ich weiß. Ich hab's aber nicht verboten. Das ist selber verboten. Jetzt tun sie. Geh mal rüber, hol dir die Uzi. Und Edward, du holst dir das LMG. Ich glaube, dann sind wir besser ausgerüstet. Also im doppelten Wortsinn. So. Und Jen ist vollständig geheilt. Hoffentlich auch bald überredet. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich freue mich schon drauf und ich verabschiede mich von euch. Bis zur nächsten Folge. Freue ich mich auf viele Kommentare und sage auf Wiedersehen. Servus und Tschüss.